Der Herr des Geldes in der Stadt Balve, Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus, stellt den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 vor. Der Haushaltsplanentwurf enthält zwei Schwerpunkte. Zum einen können wir feststellen, dass die Ergebnisplanung ausgeglichen ist. Sie weist sogar einen Überschuss in Höhe von 92.308 Euro aus. Und zum Zweiten, ein Schwerpunkt ist dann noch, dass investive Maßnahmen für das Jahr 2017 und für die Folgejahre mit vorgesehen sind in einer Größenordnung von 18,7 Millionen Euro. Bei den Erträgen ist darauf hinzuweisen, dass alleine 65% Steuern und ähnliche Abgaben sind. Darunter sind zu verstehen die Einkommensteuer, zum Zweiten dann die Gewerbesteuer, dann auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und auch die Grundsteuer A und B gehören letztlich auch noch zu den Steuereinnahmen. Dann auf der Aufwandsseite haben wir zu 52% Transferaufwendungen. Dazu ist gemeint einmal die Kreisumlage, das heißt die Umlage an den Märkischen Kreis. Zum Zweiten dann auch noch die Gewerbesteuerumlage und zum Dritten die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung. Dann kommen wir zu den Investitionen, die ich eben schon mal ganz kurz genannt habe, in Höhe von 18,7 Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2020. Da wäre zum einen an investive Maßnahmen zu nennen, die weitere Dorfentwicklung hier in Balve, Maßnahmen einmal in Volkinghausen in der Dorfmitte, dann die weitere Baumaßnahme in Eisborn. Dann gehört auch noch zu der Dorfentwicklung die Ortsmitte Garweg, die auch umgestaltet werden soll. Und ferner auch hier in der City, hier in Balve, sollen ja auch erhebliche Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Die Umgestaltung am Drossenplatz, wie auch an den Hauptstraßen, an den Gehwegen, bis hin zu der ehemaligen Fläche Elektro Schulte, wo noch ein kleiner Park angelegt werden soll. Als weitere Investitionsmaßnahme steht der Bau des Integrationszentrums in Beckum an. Dafür liegt auch schon ein entsprechender Förderbescheid des Landes vor. Hier beginnen wir auch mit der Maßnahme im kommenden Jahr. Der Grunderwerb wurde bereits vom Rat der Stadt Balve bewilligt. Eine weitere Maßnahme ist die Umwandlung der ehemaligen Grundschule Langenholthausen in ein sogenanntes Dorfgemeinschaftshaus. Diese Maßnahme wird federführend durch den Ortsverein Sokolade durchgeführt. Investiv steht noch an die Ausführung von Regelungen aus dem Brandschutzbedarfsplan. Hier beispielsweise die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen als auch die Umgestaltung der Feuerwehrgerätehäuser. Dann Baumaßnahmen im Rahmen der Infrastruktur. Hier sind gemeint Straßenausbaumaßnahmen bzw. Straßensanierungsmaßnahmen. Hier sind zu nennen die Hofstraße in Balve, der Bruckner Weg, als auch die drei Königsgasse hier in Balve. Nicht zu vergessen sind auch im Investitionsplan Gebäudesanierungsmaßnahmen, hier zu nennen an den Schulen, am Hallenbad, am Rathaus und an den sonstigen städtischen Gebäuden, wie
an der Bücherei und auch im Tiefental Garbeck. Ein wichtiges Projekt wird auch in den kommenden Jahren 2019/2020 die Erschließung des geplanten Baugebietes Schmandsack sein. Hierzu wird auch noch in den kommenden Wochen und Monaten nähere Erläuterungen gegeben.